Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zu dem Webinar Simulation. Und zwar, Simulation heißt, wir können bestimmte Kräfte oder Einwirkungen von Temperaturen oder Eigenschwingung berechnen. Diese verschiedenen Dinge wollen wir mal durchrechnen an einem Teil dieses Motorrads bzw. dieser Schwinge. Dazu nehmen wir einfach mal eine Konfiguration aus, wo wir nur noch das sehen, was uns interessiert. Ja, und zwar geht es hier in unserem Beispiel um dieses Teil. Dazu beginnen wir einfach mit der Simulation. Ja, haben hier die Auswahl der verschiedenen Zustände, entweder eine Kraftberechnung, eine Eigenschwingung, Knicken und Beulen für Stäbe, stationären Wärmeaustausch, das werden wir gleich auch nochmal berechnen, und das Ganze verbunden, der Wärmeaustausch mit einer statischen oder mit Knicken und Beulen. Ja, weil ein wärmeres Teil ja auch weicher ist und sich eher verformt. So, hier wollen wir jetzt einfach modal, hier geht es um die Eigenschwingung, das wollen wir mal machen. So, welches Teil ist es? Dieses hier. Ja, das System führt uns da schon automatisch durch. Und wir sehen hier, das ist unser Teil, das ist ein Entwurf und hier aus einem Aluminiumteil. So, wenn wir jetzt hier weitermachen für die Eigenschwingung, unser Teil muss auch noch irgendwie befestigt werden. Ja, dazu wählen wir hier mal an, wir möchten, da wir ja hier eine Verbindung haben, normalerweise eine Schraubverbindung, eine zylindrische Festigkeit, das heißt, hier wird es zylindrisch bewegt. Ja, da aber hier diese Zylinderachse noch nicht festgelegt ist, werden wir auch hier noch einmal einen Punkt fixieren. Das machen wir am einfachsten, wenn wir hier diese Kante einfach festlegen. Ja, auch hier sehen wir die Bedingungen, die wir dort festgelegt haben. So, nun haben wir eigentlich die Basis gemacht. Wir können jetzt hier mal in verschiedenen Schritten vorgehen und sagen, wir möchten einmal vernetzen. Das System schlägt uns hier eine Netzgröße vor, basierend auf unserem Teil. Und wir gucken einfach mal und wir wollen, wenn das Ganze vernetzt worden ist, das Ganze uns auch anschauen können. Ja, wir fügen hier einfach mal durch. Das Netz ist dargestellt. Ja, und wir können jetzt das Netz begutachten, gegebenenfalls auch noch Teilbereiche verfeinern mit dem Netz. Brauchen wir hier aber nicht, sondern sagen jetzt einfach, wir wollen in der Simulation einfach berechnen. Ja, diese Berechnung, die jetzt durchgeführt wird, basiert auf den Tetraedern, die wir dort gewählt haben als Vernetzungstyp. Wir haben auch die Möglichkeit, zum Beispiel bei Blechen, da würde man zwar nur eine Fläche, eine Mittelfläche berechnen oder benutzen für die Berechnung, sodass wir dann dort im Grunde dreieckige Elemente hätten, und keine Tetraeder, keine Volumenelemente. Aber natürlich können Sie auch diese verbinden mit den Volumenteilen. So, jetzt haben wir hier die Ergebnisse der Berechnung. Wir haben ja hier nur hier oben geführt. Wir wollen einfach mal gucken, was unser Teil aushält. Hier haben wir also unsere vier der Schwingungen. Ja, hier haben wir plus 0,3, das heißt, wir gehen hier drei Stellen rüber, also bei 1808. 1855 und so weiter würde das Teil schwingen. Nun, das sind also Elemente, die man vermeiden sollte, oder Schwingungstypen. Wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Wir wollen das mal animieren. Können ja auch sagen, wir möchten einfach alle Modi animieren, und wir sehen, wir oben, der schaltet das entsprechend um. Sollte Achieved Ihnen dabei. Und wir sehen jetzt, was so alles schwingen könnte. Ja, das ist schon mal ein kleiner Hinweis für uns, wo wir vielleicht etwas noch verstärken müssen, Rippen einbauen oder ähnliches. Nun, das wäre diese erste Berechnung mit der entsprechenden Schwingung. Ja. Wir können auch die verschiedenen Ergebnisse dort darstellen. Wir gehen jetzt einfach mal zurück und sagen, was ist das Schöne hier? Wir können einfach mehrere Berechnungen machen, und die nächste Simulation wäre mal eine Berechnung mit Wärme. Wir wollen einfach hier mal einen stationären Wärmeaustausch definieren.
auch wieder aus diesem Teil. Und zwar sagen wir, dass wir jetzt eine Temperaturlast haben. Wir sagen vielleicht hier unten soll jetzt mal vom Auspuff her soll diese Fläche hier erwärmt werden. Natürlich müssen wir erstmal sagen, welches Teil wir haben wollen. Genau, das da. So, was brauchen wir noch? Ja, wir haben hier die allgemeine Temperatur. Temperaturlast, das wollen wir einfach mal machen. Wir sagen einfach, diese verschiedenen Teile haben sich gleich schon erwärmt, diese Flächen. Und zwar durch den Auspuff auf 250 Grad. Ja, diesen Wert bestätigen wir und bekommen dann auch diese Informationen, was haben wir dort gemacht. Hier oben das Ganze mal ein bisschen kleiner machen. Sie sehen hier an dem grünen, vollgrünen Kreis, dass alle Schritte durchgelaufen sind. Und hier sind wir jetzt im zweiten Schritt, da fehlt noch was. Okay, das Weitere, was wir jetzt hier brauchen, ist, dass wir sagen, wir möchten natürlich die Wärme, die jetzt eingetragen wird, die wird auch wieder abgegeben. Und dazu sagen wir einfach, wir machen hier eine Strahlungslast, beziehungsweise eine, keine Last, aber die Flächen, die wir jetzt auswählen, die können abstrahlen. Dazu wählen wir einfach mal alle Flächen des Teiles. Allerdings wählen wir einige Flächen hier ab. Das können wir eigentlich wie in Windows üblich mit der Steuerung-Taste machen. So, hier diese Eintragsflächen. Ja. Denn da, wo wir die Flächen ja eintragen, so, drehen wir es noch ein bisschen. Da haben wir natürlich keine Abstrahlung. So, wir sagen, das war's. Bestätigen auch das. Und haben diese Informationen. Ja, wir gehen jetzt hier einfach mal auf eine vordefinierte Ansicht. Das können Sie machen. Einfach wieder speichern, sodass Sie von Ansicht zu Ansicht springen können. Wenn Sie zum Beispiel auch große Teile haben und sagen, einmal vorne links, einmal hinten rechts, wollen Sie was machen, dann können Sie einfach diese Fenster speichern. So, wir haben diese Definitionen durchgeführt. Und als letztes brauchen wir es nur noch vernetzen. Oder wir wählen einfach an Berechnen. Oh, und da sehen wir schon, wir müssen eine Körpertemperatur angeben. Sie sehen also hier, diese Meldungen von Solid Edge sind auch in Deutsch und da steht auch genau, was zu tun ist. Eine Körpertemperatur ist notwendig. Ja, das wollen wir dann mal machen. Wir gehen auf Simulation und können hier eine Körpertemperatur angeben. Ja, eine Ausgangstemperatur von unserem Teil, die normalerweise 20 Grad sind. Ja, wir sehen hier, was haben wir an Lasten? Wir haben hier unsere Körpertemperatur. Ja, wenn wir hier nochmal drauf gehen, dann sehen wir die 20 Grad. Also Sie können jederzeit alles überprüfen, schauen, was Sie definiert haben an Geometrie, an Bedingungen. Ja, dann machen wir es jetzt nochmal und dann einfach berechnen. Auch hier haben wir eigentlich nur wenige Sekunden bis zu dem Ergebnis. Es ist natürlich so, dass immer, wenn man wartet, es immer zu lange ist. Doch wenn wir berücksichtigen, schauen Sie mal, jetzt haben wir schon das Ergebnis, wie die Temperaturverteilung wäre und eigentlich wie erwartet, wenn wir hier unten was einfügen, dann ist es hier am heißesten und wird nach außen hin kühler. Und hier sehen wir auch den Temperaturverlauf. Ja, all diese Dinge können wir hier anschauen und haben dann schon mal eine Information über den Fluss, wie die Wärme hier verläuft. Hier sehen wir auch, dadurch, dass es hier so ein bisschen schräg ist an den Stellen, hier haben wir mehr Eingabe an Wärme und hier wird es dann kühler. Nun gut, das einfach mal als kurzer Einblick in eine Wärmeberechnung. Wir können auch diese wieder schließen. Ja, wir haben hier einfach unsere Berechnung, können das Ganze
wieder verkleinern. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem nächsten. Das, was wir eigentlich fast als Standard überall haben, ist eine neue Berechnung, und zwar eine linear-statische Berechnung. Diese wählen wir jetzt mal an. Und auch hier, wie sonst auch, wir müssen sagen, welches Teil ist es? Und haben schon mal den ersten Schritt hier durchgeführt und die Geometrie zugefügt. So, was wollen wir hier machen? Wir gucken uns das Ganze an. Wir müssen natürlich wieder Elemente fixieren und festlegen. Einmal, sagen wir auch hier wieder eine zylindrische Einpassung. Und wir sagen hier, damit es sich in der anderen Richtung nicht bewegt, nein, das wollen wir nicht, zum Beispiel hier mit einem benutzerdefinierten Feld können wir diese Fläche angeben und zum Beispiel sagen, wir möchten, dass hier in die Y-Achse diese Verschiebung festgelegt wird, sodass wir nur entlang dieser Fläche bewegen. Da unsere Last gleich hier nach unten läuft, können wir das also so lassen und einfach sagen, diese Fläche gleitet sozusagen in diese beiden Richtungen. So, wir bestätigen das. Natürlich können wir auch hier diese Bedingungen immer wieder anschauen, umdefinieren. Ja, wir klicken einfach auf den Text, so wie es ganz allgemein in Solid Edge üblich ist, und können dann arbeiten oder ändern. So, die Beziehungen, die Bedingungen haben wir. So, was ist das nächste? Lasten. Ja, da sehen wir, da steht noch nichts vor. Also Lasten müssen wir angeben. Dazu haben wir hier einfach mal eine Kraft. So, wie soll die Kraft sein? Und zwar auf diese beiden zylindrischen Flächen. Wir sagen hier einfach mal 200 Newton soll die Kraft sein. Aber welche Richtung? So, dazu nehmen wir hier unser Steuerrad. Ja, damit können wir einfach diese Richtung bestimmen und sagen, wir ziehen an dem Teil in der Richtung dieses Körpers, den wir hier angewählt haben. Wir betrachten hier im Moment nur einen Teil. Wir können natürlich trotzdem im Assembly auch mehrere Teile, das Zusammenarbeiten mehrerer Teile berechnen lassen. Nun gut, wir sagen einfach mal hier, das gilt in diese Richtung. Wir haben hier einen Schalter, der sagt, die Last, die 200 Newton, gilt also für beide zusammen, für beide Flächen zusammen. Wir bestätigen das und haben hier auch diese Kraft. Damit haben wir schon fast alles erzeugt. Unser nächster Schritt wäre jetzt das Erstellen der Vernetzung. Gut, das machen wir mal. Simulation, Vernetzung erstellen. Und wir wählen hier einfach mal die Standardvernetzung, gehen wir einfach mal durch. Ja, und können uns diese Vernetzung anschauen. Ja, ein interessanter Punkt im Rahmen der Vernetzung ist, dass wir sagen können, in bestimmten Bereichen möchten wir eine andere Vernetzung, als wir haben. Ja, das gehört eigentlich auch zu einem wichtigen Punkt. Wir wollen jetzt hier an einer bestimmten Fläche, und zwar an dieser und an dieser. Ja, das ist die Standardelementgröße, die wollen wir einfach mal hier halbieren in dem Bereich, weil wir sagen, vielleicht dort sind die Lasten genauer. Und wir vernetzen noch einmal. Vernetzen. Ja, und dann sehen wir hier bei dem Überprüfen, wir haben hier ein feineres Netz, das also darum geht, hier bestimmte Lasten oder bestimmte Bereiche näher zu betrachten. Können wir das Netz dort verfeinern und weitermachen und genauer überprüfen. Ja, sodass wir dadurch auch die Rechenzeit minimieren können, dass wir sagen, so der Rest, wo es unwichtig ist, da können wir ruhig ein grobes Netz haben, da wo es interessant ist, verwenden wir ein feines Netz. Ja, der nächste Schritt, das Netz haben wir, brauchen nur noch berechnen. Die Vernetzung wurde überprüft und schon rechnet der Rechner für uns. Ja, jetzt habe ich, ja, schauen wir mal, das waren keine 15 Sekunden, bis wir das Ergebnis haben. Ja, wir sehen hier unten, die Streckgrenze des Materials liegt bei 27,6 und unser maximaler Wert hier ist 11 Megapascal.
so dass wir also hier in einem Bereich sind, wo unsere Geometrie hält. Das werden wir aber gleich noch einmal prüfen. Also es ist nicht unbedingt so, dass Rot kaputt heißt. Rot heißt einfach nur, ist die höchste Spannung, die dort auftritt. Und wenn die höchste Spannung niedriger ist als unsere Streckgrenze, können wir sagen, unser Teil hält. Gut, was würde da passieren? Das können wir uns nochmal anschauen mit Hilfe einer Animation. Ja, wir ziehen da in diese Richtung runter und es treten zum Teil höhere Spannungen auf, wie wir hier sehen, diese 11, ja, die einfach darauf basieren, wie das Netz hier in dem Fall ist. Ja, wir können das sogar vernachlässigen in diesem Bereich, dass wir sagen, so diese Spannung ergibt sich einfach nur, weil hier alle Kräfte, ja, Sie können das von Dreieckskraft berechnen, hier genau auftreten und im Prinzip sind diese Kräfte eigentlich nicht so hoch wie hier. Okay, das gehört eigentlich schon zu den Pifon-Wissen dieser Auslegung oder der Auswertung. Ja, bei finite Elemente ist es so, dass im Grunde die größte Arbeit ist das Auswerten der Ergebnisse und das Bewerten der Ergebnisse. Und das Definieren und Vordefinieren und Planen der Lasten und Beziehungen. Nun gut, hier ist das Erste. Wir schauen uns mal die Animation an. Lassen hier unsere Animation einmal durchlaufen. So, können das Ganze wieder beenden. Und schauen mal weiter. So, das war das Erste. Was haben wir denn für Spannungen hier, die wir haben? Gucken uns die nochmal an. Ja, entweder hier diese Durchschnittsspannung. Ja, wir können auch hier zum Beispiel Verschiebungen anzeigen lassen. Was ist die größte Bewegung? Und hier sind wir schon bei 0,024. Also das heißt, das, was wir hier sehen, ist wesentlich vergrößert. Ja, wir können ja auch die tatsächliche Verschiebung darstellen lassen. Ja, das liegt also im Hundertstelbereich. Das wäre also noch tragbar. Ja, weiterhin ein interessanter Punkt, den wir hier noch haben bei der Spannung, ist, dass wir einen Sicherheitsfaktor einblenden können. Und wir sehen hier, unser kleinster Sicherheitsfaktor ist 2,5. Das heißt, unser Teil wird mit Sicherheit eigentlich halten. Da oben geht der Sicherheitsfaktor noch höher. Also 2,5-fache Sicherheit haben wir hier an diesem Teil. Ja, so. Aber diese Werte können natürlich jederzeit hier unsere Ergebnisse, wenn wir uns die mal anschauen, ja, jederzeit wiederholen. Wir können parallele Berechnungen machen und mal schauen, was passiert bei höheren Lasten. Das können wir hier auch nochmal kurz gleich machen. So, diese Berechnung ist durchgeführt und wir schauen jetzt einfach mal, okay, wir haben jetzt gerechnet mit einer Last. Das können wir auch hier in dem Namen eingeben. So, die Last waren 200 Newton. Ja, und jetzt wählen wir einfach an. Wir machen eine neue Berechnung. Wieder linear statisch. Unser Teil, das übernehmen wir einfach. So, und jetzt haben wir hier einen wunderschönen Punkt. Zunächst haben wir einfach mal Last 350. Newton. So. Und die gemeinen Lasten, wir sagen jetzt hier einfach mal, das, was wir hier haben als Last, wollen wir übernehmen und können einfach mit Dreck und Drop diese Last übernehmen. Das gleiche mit den Bedingungen. Das waren ja hier schon einige Bedingungen, die wir hier haben. Die können wir hier anwählen und einfach in diese Bedingungen übernehmen. So. Bei der Vernetzung geht das nicht, weil ja, da können wir gut diese einzelne Bestimmung vielleicht übernehmen. Aber die Vernetzung, da ist es immer am besten, das wirklich einfach mal neu zu machen, denn wir wissen nicht, ob sich das Teil geändert hat. Denn das ist auch noch eine Möglichkeit, die wir hier haben. Wir könnten zwischendurch das Teil ändern und dann später die Ergebnisse vergleichen von der und von der Berechnung.
So, wir haben die Bedingungen, wir haben die Lasten. Ja, wir wählen jetzt einfach mal diese Last an und sagen, ah, diese 200, die ändern wir jetzt auf 350. Wir bestätigen das und damit haben wir schon fast alles vordefiniert und können jetzt zum Beispiel auch sofort sagen, vernetze und berechne, mach das also in einem Schritt. Ja, wir sind schon, Berechnung ist da, er ist schon bei der Lösung. Ja. Und wir haben schon wieder in wenigen Sekunden das Ergebnis. Ja. Jetzt hier die Spannung liegt jetzt hier maximal bei 19,7. Das war ja gerade weniger. Das können wir einfach mal gleich vergleichen. Ja. Bei der Last. So, wir gehen wieder zurück auf unser normales Bild. Und jetzt hier, okay, unsere Ergebnisse der Spannung dort und die Ergebnisse der Spannung von hier oben, klicken da drauf und haben hier oben 11 Megapascal als größte Spannung. Und das gleiche machen wir jetzt hier unten, ja, und haben 19,7, also sind auch dort immer noch im sicheren Bereich. Also das Schöne ist hier mit Dreck und Drop diese Beziehung einfach eingeben zu können, diese Berechnung, die Werte zu kopieren, ohne dass man das neu definieren muss. Ja, wir haben verschiedene Formen der Darstellung, wenn wir hier mal durchgehen. Ja, auch einfach mal diese Höhenlinien der Spannung sozusagen darzustellen. Ja, mit dem normalen wäre schon ganz gut. Ja, wir können bestimmte Dinge einfach untersuchen und fragen, wie ist die Spannung denn an diesem oder jenem Teil. Ja, können, halten hier die entsprechenden Informationen, können die nachher auch abspeichern. Oder aber wir sagen einfach, zeig doch mal, wo ist der Höchstwert der Spannung und der wird dargestellt. Oder auch der Mindestwert. Ja, schalten wir das ein, wird das immer automatisch eingeblendet. Auch bei anderen Berechnungen. Ja, so können wir das also sehr schön vergleichen und kommen jetzt dazu, den Bericht zu erstellen. Denn manchmal müssen wir das Ganze ja nachweisen. Ja, wir können das hier nochmal bewegen. Und um diesen Nachweis zu führen, bauen Sie einen Bericht. Dieser Bericht kann in verschiedenen Formen durchgeführt werden. Das wollen wir jetzt einfach mal machen. Wir sagen Bericht erstellen, Simulationsbericht. Sie können hier sogar ein Logo verwenden, ja, indem Sie hier ein passendes Bild auswählen. Ja, wer hat es gemacht? Wann war das? Berechnung eines Schwingenteils, Material überprüfen brauchen wir jetzt nicht. Ja, unser Schluss ist, wir haben ja gesehen, unsere Streckgrenze wird hier nicht erreicht. Wir haben einen Sicherheitsfaktor von über 2. So, ja, da sagen wir jetzt einfach mal, das Teil hält. So. Wir können hier sagen, wo soll dieser Bericht abgelegt werden. Das kann eine Webseite sein, die dann sofort fertig ist. Oder auch einfach Dokumente als Word, um dann dort weiterzuarbeiten oder einfacher Ihre eigenen Informationen dort hinzuzufügen. Ja, wir sagen jetzt einfach mal, erstelle den Bericht. Dann werden alle Dinge durchgegangen. Und wir sehen jetzt hier Simulationsbericht, Unternehmen, wer hat es gemacht, also die Informationen, die wir gerade hatten. Wir haben hier die entsprechenden Links, um zu den entsprechenden Stellen zu kommen. Ja, wenn wir hier mal durchgehen, die allgemeine Beschreibung, die wir haben, welches Dokument haben wir berechnet, welche Informationen, ja, welche Optionen hatten wir da, welcher Körper mit welchem Gewicht und so weiter. Also all diese Informationen, die wir hier für diese Berechnung eingetragen haben, welche Lasten, in welchen Richtungen, Randbedingungen, Vernetzungsinformationen, ja, wenn wir da sehen, ja, Gesamtzahl 30.000 Knoten, da muss man schon einige Zeit oder eigentlich nur ein paar Sekunden für rechnen. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo der Kunde sagte, in einer 2D-Berechnung, einer ganz normalen 2D-FEM-Berechnung vor einigen zig Jahren, ja, da sagte so, dann starte ich das und übers Wochenende und wenn ich dann Montagabend mal nachgucke, dann ist es fertig. Ja, dagegen sind unsere unter 15 Sekunden für alles eine super Zeit für eine 3D-Berechnung. Hier haben wir also die entsprechenden Ergebnisse, können ja auch diese Bilder
vergrößert anschauen mit dem normalen Explorer und gucken, was wir dort haben. Ja, auch hier haben wir unseren Sicherheitsfaktor. Ja, wir haben ja jetzt eine höhere Spannung, das heißt, unser Sicherheitsfaktor liegt hier bei 1,4. Vorhin hatten wir 2,5. Ja, wir können, hier ist unser Schluss und ein Haftungsausschluss. Ja, diese Information, Sie können sagen, wo das Ganze liegt vorher, das haben wir ja gesehen. Und mit diesem Bericht möchte ich jetzt unser Webinar beenden. Ja, Sie haben verschiedene Möglichkeiten, sich das Ganze hier anzuschauen und zu bewerten. Ja, Sie haben hiermit mit Solid Edge Simulation ein Hilfsmittel für den Konstrukteur, um bestimmte Dinge zu überprüfen. Für die detaillierte und feinste Überprüfung, da werden Sie sicherlich einen Spezialisten haben, wenn es zum Beispiel auch um andere Dinge geht, wie Dauerfestigkeit, wäre auch ein Thema bei dem Teil, oder nicht-lineare Berechnungen, das heißt, Sie haben solche Elemente wie Gummi, Sie haben das Material wird bis über die Streckgrenze hinaus bewegt oder verformt, solche Dinge zu berechnen. Dazu hätten wir dann nochmal die Möglichkeit aufzusteigen nach FIMAP, auch ein Siemens-Produkt. Und was interessant ist, die Daten, die wir hier definiert haben, die können wir auch weitergeben nach oben in das nächsthöhere Produkt. Damit möchte ich das jetzt beenden. Ich hoffe, Sie haben einen guten Eindruck bekommen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke und auf Wiedersehen.